klassischer Spot an der Achtuba, der immer mal wieder ganz gut liefert. Hier direkt gegenüber von der Fabrik. Und was geht rein? Aralbarbe, Sterlet, Störe. Mal gucken, was noch so geht. Zack. Und es geht auch direkt wieder los. Ja, ich bin jetzt hier mit einem etwas größeren Setup unterwegs. Ich sag mal so mit einem 1-0er hier gerade. Man könnte auch kleiner reingehen. 1er Haken nur. Aber dann werden natürlich auch die Aralbarben hier, ja, nochmal ein bisschen kleiner. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Aralbarbe bringt einfach gut Cash. Deswegen mitnehmen. Ich hatte eine Köderkombi. Die Köderkombi, die zuletzt am Bernsteinsee ja auch sehr gut lief. Und da hatte ich ja damals schon gesagt, allen, ja, das ist ja eigentlich eine Kombi, die ja auch hervorragend an der Achtuba laufen sollte. Und daher teste ich das hier einfach mal an so einer relativ klassischen Stelle. Und ja, sieht schon ganz gut aus. Ich habe jetzt gerade zwischendurch noch ein paar Mal Pause gehabt und nochmal eine Nacht abgewartet. Aber die ersten Brocken sind reingegangen. Bisher hier viele Aralbarben oder hauptsächlich Aralbarben. Zwischendurch vielleicht mal einen Scherk. Ansonsten hier an der Stelle traditionell einfach, wie gesagt, auch Sterlet mit drin. Wildkarpfen natürlich. Vielleicht mal ab und zu mal Marmorkarpfen. Und verschiedene Störarten, die immer mal wieder ganz gut reingehen. Hier oben ist das in dem Bereich. Was reingehen kann, wäre Kutum. Allerdings mit einem kleineren Haken eher. Da dann vielleicht doch eher mit einem 1er Haken reingehen. Ist auch noch recht groß oder groß genug an für sich. Und für ein Kutum auf jeden Fall groß genug. Da wäre der 1-0er dann doch ein bisschen übertrieben. Aber ansonsten, ja, wenn man Bock hat, dass dann ein Kutum reingeht, einfach mit einem 1er Haken hinstellen. Und dann der gleichen Köderkombi. Die Boilies bzw. Pellets sind gar nicht so groß. Da könnte schon noch ein bisschen was drauf reingehen. Von der Position her kann man hier verschiedene Stellen sogar noch ein bisschen auswählen. Also hier direkt in dieser kleinen Nische durchaus eine Möglichkeit. Oder man geht eben hier in diesen Bereich hin. Auch hier dann vielleicht einfach so Richtung Baum geworfen, auch auf 25 Meter. Aber grob ist das ja hier eine Area. Trotz allem immer mal wieder ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts testen. Selbst bis hier vorne hin durchaus mal probieren. Also diesen gesamten Bereich rauf und runter, wenn das jetzt hier an der einen Stelle gerade nicht so super läuft. Klar, es ist auch kein Hotspot. Es ist jetzt nicht so, dass man hier in hoher Frequenz was rauszieht. Das passiert halt bei den Fischen eh äußerst selten. Aber Aralbarbe bringt halt übelst gut Cash. Deswegen einfach probieren und weiter testen. Und gerne auch die Taschen voll machen. Mit der Aralbarbe habe ich gar nichts dagegen. Ja, die Köderkombi. Gucken wir mal eben kurz rein. Hier, wie gesagt, jetzt mit 1-0er Haken. Komplett sinkend. Also sinkende Boilies und Krabbe und Muschel. Mir fällt gerade ein, ich könnte eigentlich nochmal eine Änderung reinmachen. Und zwar komplett auf Pellet. Ja. Wir nehmen einfach mal hier die Mitte. Die sieht so ein bisschen schräg. Die liegt gerade so ein bisschen schräg rüber. Und ich baue das hier mal um. So ein bisschen. Bringen wir mal ein bisschen Variation nochmal mit rein. Auster, Krabbe, Muschel habe ich. Und jetzt ändern wir mal eben, hier ist es, auf Pellet, Pellet. Haben wir hier Austern als Pellet? Nee, aber wir haben Muscheln. Ja, Pfeffer und Muscheln. Hier gehen wir mal nur auf 14er. Dann kommt hier Krabbe und Muschel. Das ist ja jetzt Boily-Boily. Egal, machen wir trotzdem. Krabbe und Muschel. Und hier bleiben wir bei Auster und Krabbe. Und dann werfen wir das so einmal raus. Zack. Auch wieder hier auf 25 Meter. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal eine Variation mit drin. Und ansonsten eben hier Boily-Boily. Boily-Boily. Dann ist hier Pellet-Pellet. Und jetzt könnte man das natürlich noch einmal mischen. Aber ich glaube, ich lasse das erstmal. Boily-Boily hat ganz gut funktioniert. Andererseits hat man an für sich auch regelmäßig sehr gute Ergebnisse komplett auf Pellet. Naja, ausprobieren, testen und dann wissen wir irgendwann mehr. Immer mal wieder
testen. Das ist natürlich das A und O. Ja, diese Kombi hier, gerade mit Krabbe und Muschel, das lockt immer richtig gut. Hier könnte man vielleicht auch tatsächlich noch was anderes draufnehmen. Aber Krabbe und Muschel Soluble ist schon immer ein ganz guter Kicker. Oder man macht das eben gemischt, dass man hier Krabbe und Muschel macht und dann in Kombination vielleicht mit Krabbe und Fisch. Auch das klappt immer wieder ganz gut. So, Futtermische, genau. Hier ist noch die Info, Bernie Groß. Also, hier sind Rapssamen drin. Krabbe und Muschel Soluble, Crushed. Und dann Krabbe, Auster, Muschel und Krabbe und Muschel. Also das ist tatsächlich hier ein PVA oder eine Futtermische, die eben auch hervorragend für die Achtuba funktionieren kann oder funktioniert. Und eben auch tatsächlich ja zuletzt so ganz gut funktioniert hat am Bernsteinsee auf Karpfen. Na, ich glaube, da vorne geht auch schon wieder ein bisschen was los. Gucken wir mal. Ja, die Schnur wurde locker. Da ist tatsächlich was reingegangen. Gucken wir mal, was hier noch so reingeht. Das ist aber hier wieder die klassische Boilie-Kombination. Und auch da wieder die Aral. Na guck, 4 Kilo. Vielleicht können wir hier sogar noch eine Änderung machen auf Krabbe und Muschel. Dann haben wir hier, glaube ich, alles gut durch. Auf 20er. Hier gehen wir mal ein bisschen größer rein. So, zack, direkt wieder raus. Auf die 25 Meter. Und hier haben wir jetzt die große Köderkombi. Hier sind die Pellets drauf. Und hier ist die kleine Köderkombi. Und wie gesagt, nochmal eine kleinere Köderkombi dann mit einem 1er Haken und diesen kleinen 14er, 15er, 16er Boilies bzw. Pellets, wenn man dann vielleicht nochmal Lust hat, dass da vielleicht nochmal die Chance auf einen Kutum besteht. Denn der bringt ja auch richtig gut Cash und ist eben auch super selten. Ja, aber so im Großen und Ganzen ist es eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich ziehe jetzt hier nochmal ein bisschen weiter durch, gleich nochmal kurz in den Kescher reingucken, was das denn kohlemäßig jetzt so war in der Zeit. Wobei ich ja nicht komplett durchgezogen habe hier von der Zeit, sondern immer mal wieder kurz Pause gemacht hatte. In der Nacht lohnt es sich natürlich, aber auch am Tag oder in Morgenstunden, ich sag mal so bis 10 Uhr geht das nochmal ganz gut. Und dann so ab 10 Uhr abends geht es dann auch nochmal wieder richtig gut los. Da ballert schon nochmal ein bisschen mehr rein. So, dann schauen wir doch mal eben kurz rein hier in den Kescher. Da ist nichts drin. Dann gucken wir hier gerade nochmal rein. Was haben wir denn hier? Nach Preisen sortieren. Ja, 50 Tanken für eine 4 Kilo Aral. Ne? Also die Preise für Aralbarben sind einfach sensationell. Das heißt, wenn man da eine Stelle hat und selbst wenn die klein sind, weißt du was, ich glaube, ich teste gleich nochmal komplett mit 1er Haken. Selbst wenn hier die Kleinen reingehen, ist das doch super. Wenn da die Frequenz noch ein bisschen höher ist, genau das mache ich. 1er Haken gleich drauf, vielleicht noch Glück auf den Kutum und dann hier schön die kleinen Aralbarben. Ab 2, guck mal, hier gibt es einen Gap, hier gibt es auf jeden Fall einen Sprung. 2,2 bringt 30 Silber, 2 Kilo 3,10. 2,3, also irgendwo muss es da einen Sprung geben. Sehen auch sofort ein bisschen anders aus, ein bisschen andere Körperform, Kopfform hier. Also das ist dann so ein Gap. 2,2, 2,1 Kilo, teste ich gleich auf jeden Fall nochmal schön auf Masse. So, zack, zack, verkaufen, schnell zurück zum Spot. Petri Lümmel, ihr Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Zack, und dann mal wieder hier schön auf Aralbarbe. Da geht eigentlich immer was. Bis dahin.